M-O-M bei Nina. Die Welt hat sich verändert, nichts mehr wie es mal war. Ist jetzt einfach da und ich hoffe nur, dass Rettung hat. Ich mich gerne draußen, aber bin hier drin gefangen. Schreibe in mein Tagebuch und mache mir Gedanken. Diese Wände, die ich kenne, scheinen nicht mehr gleich zu sein. Nehme mir mein Fernglas und sehe diese Streite rein. Sehe den Vater, der kein Geld mehr hat für die Familie und die Nerven liegen blank und deshalb hage ich die Hebe. Der kleine Junge, der die Schreie kriegt von seinen Eltern, weil er spielt irgendwas, passt hier nicht und irgendwas ist seltsam. Die Tränen seiner Mutter, weil sie keine Antwort für ihn hat. Seine ganzen Fragen machen sie zu einem Nervenfrack. Sein Papa würde gern ins Haus um sieben, aber von seiner Spannung ist nichts, kaum was geblieben. Und wenn ich nach draußen gehe, dann sehe ich nicht mehr, wer es ist. Ich kann nicht erkennen, ob du glücklich oder traurig bist. Meine beste Freundin hab ich jetzt schon lange nicht gesehen. Ihre Mutter sagt, es sei gefährlich, zu mir hinzugehen. Ihre Mutter sagt, besser bleib zu Hause für deinen Schutz. Und der Lehrer sagt mir, was ich machen soll und was ich muss. Ich will mich freuen, aber dafür hab ich keinen Grund. Auf meinem Wunschzettel habe ich nur einen Wunsch. Ich sehe den Tannenbaum im Wohnzimmer leuchten und wünsch mir ein Weihnachten wie 2019. Ich möchte mich freuen, aber dafür hab ich keinen Grund. Auf meinem Wunschzettel habe ich nur einen Wunsch. Was wird geschenkt? Nein, ich kann mich nicht freuen. Ich wünsch mir ein Weihnachten wie 2019. Ihre Mutter möchte nicht, dass sie ihr Gesicht verhüllt. Und sie schreit sie an, Mama, komm schon, sei doch endlich still. Denn wenn sie nicht drin macht, ist die Letten in der letzten Reihe. Mama merkt, wie ihre Kontrolle ihr aus ihr hinten gleitet. Der Opa meiner Freundin, der in diesem Jahr verstarb, hat es nicht verstanden, warum ist am Ende keiner da? Warum lieg ich hier allein und scheint alleine aus der Welt? Meine Freundin geht kaputt, ihr Opa war ihr größter Held. Letztes Jahr an Weihnachten, da saßen sie zusammen noch. Und Opa sagte, glaub mir, diese 90 Jahre, die schaff ich noch. Alles ging so schnell und keiner konnte für ihn da sein. Und die Einsamkeit brachte ihn näher an sein Grabstein. Viele sind am Streiten und sie schreien laut herum. Ich bin taub, ich bin stumm, ich bin taub, ich bin stumm. Und man sagt, diese Zeit ist so besinnlich. Aber nein, das stimmt nicht. Ich würde mich freuen, aber dafür hab ich keinen Grund. Auf meinem Wunschzettel habe ich nur einen Wunsch. Lass den Tannenbaum im Wohnzimmer leuchten und wünsch mir ein Weihnachten wie 2019. Ich möchte mich freuen, aber dafür hab ich keinen Grund. Auf meinem Wunschzettel habe ich nur einen Wunsch. Was für Geschenke, nein, ich kann mich nicht freuen. Ich wünsch mir ein Weihnachten wie 2019. Mienchen, Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Familie, des Zusammenhalts. Eine magische Zeit, die uns allen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.